Hallo. Ja. Emelfrucht. Ha, ich wette, die schmeckt lecker. Ah nein, Leute, du kannst sie nicht essen. Wir müssen sie dem Kind geben. Leute, wie kannst du auch nur daran denken? Ich bin enttäuscht von dir. Leute, das ist falsch. Okay, war ja nur so ein Gedanke. Leute, sie behandeln dich genauso, wie sie mich behandeln. Ich glaube, wir könnten gute Freunde werden. Ei, bitte halt mich aus deinem Universum raus. Halt mich raus. Okay, also wir machen die ganze dumme Scheiße nochmal. Vielleicht war das ja jetzt der Trigger. Vielleicht musste ich erstmal das Kind anquaken. Und die Frucht haut mir jetzt nicht ab. Ich versuch's jetzt noch einmal. Danach knall ich OBS in den Hintergrund und mach's 1:1 nach dem Guide. Wir kommen nicht dran und im Wasser schwimmt ein gefährlich aussehender Fisch. Ob diese kleinen Fische uns helfen können? Einerseits denke ich mir gerade, wenn das jetzt die Rätsellösung war, raste ich aus. Andererseits, ey, lass es bitte die Rätsellösung sein. Nein, ich will nicht hinab. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Also gegen Ende des Spiels willst du das Spiel aber auch nochmal richtig wissen, wa? Vor allem, das lässt sich nicht überspringen. Nee, warte, das war hier unten lang, oder? Nein, es war da oben lang. Ich bin gerade einfach nur müde dieser Rätsel. Aber wir sind langsam am Ende von Kapitel 13 auch schon. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir auch bald durch sind mit Tales of Symphonia. Ich glaube, dann lassen wir aber tatsächlich Zeit damit, Tales of Zestiria zu spielen. Also er soll von Süden kommen, gerade fertig sein mit Denken. Oh, scheiße. Okay, gut. Ab in den Hintergrund mit OBS. Ich packe jetzt den Guide aus. So, um blaue Samen zu halten. Oh, diese Steuerung, verdammte Kacke! Springt auf den Baumstumpf. Also, ich gehe jetzt wieder ins Hauptgebiet zurück. Ich mache das jetzt 1:1 nach Guide, weil mir geht gerade komplett die Geduld flöten. Ich habe jetzt echt gar keinen Bock mehr hier. Also. Lauft hinter den Baum und öffnet die versteckte Truhe. Genau. Geht danach nach Süden und Osten.
Nicht den Baumstamm hoch. Sondern durch, folgt dem Weg zu einer Kreuzung und öffnet hinter dem Baum im Norden versteckte Truhe mit Gladius. Genau hier. Auf den Süden springt auf dem Baumstumpf auf einer Blume Sonnenpanzer. Habe ich. Folgt. Moment. Lloyd, spielst du schon wieder mit dem Mana-Ring rum? Hm? Ich spiele nicht damit rum. Es ist cool, wie man Tiere herbeirufen kann, indem man Geräusche macht. Auch wenn es wohl nur funktioniert, wenn eine Blume in der Nähe ist. Ob sie wohl Blumen mögen? Mein Papst liebt auch Blumen. Ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Wirklich? Okay, folgt der ersten Abzweigung nach links. So, nach Norden. Und bei der letzten Möglichkeit nach links ins nächste Areal. Erste Abzweigung nach links, verwendet den Ring auf einem Baumstumpf. Lauf zurück nach rechts, geht ein Stück nach Norden und weiter nach rechts. Bis Leute etwas in einem Baum auffällt, öffnet die Schatztruhe hinter dem Baum. Für Macht des Kristalls benutzt den Ring auf dem Baumstumpf. Versucht das blaue Ding, genau, ist der blaue Samen. Zurück zum Beet. So, zurück zum Beet. Folgt diesmal den Weg nach links und den Baumstamm hoch. Dann nach Norden, bis ihr wieder nach unten gehen könnt. Links findet ihr ein Seerosenblatt, bei dem sich Schmetterlinge befinden. Ja gut, jetzt nicht mehr. Springt darauf und verwendet den Ring. Geht nun den Weg auf dem Steg entlang. Erst nach rechts, dann nach Norden. In die Baumkronen und weiter nach links zu einem Speicherpunkt. So, hier Speicherpunkt. Truhe mit Haarwand. Und links davon die Truhe, die euch der Fisch gebracht hat. Ah ja, genau. Weißer Samen. Lauft erneut zurück zum Mana-Ring-Gerät, indem ihr zurück in die Baumkronen geht. Nach rechts im Norden, wieder nach unten, weiter südlich, wieder nach oben und dann weiter nach Süden. Pflanzt auch den weißen Samen ein. Okay. Ups. Wir machen es jetzt hier 1:1 durch. So, Mana-Ring. So, lauft rechts den Baumstamm hoch und springt auf den Ast. Weißen Blume mit einem Schmetterling. Verwendet Mana-Ring und ihr werdet diesmal von einem Vogel zu einer Kiste getragen. Prüft die Kiste und werft sie herunter. Verwendet dann den Ring erneut, bei der weißen Blume zurückzugelangen. Springt vom Ast herunter und geht im Norden den Baumstamm nach unten. Nehmt den nördlichen Weg nach links. Geht bei der nächsten Kreuzung rechts. Nutzt dann die erste Gelegenheit, über einen Baumstamm wieder nach oben zu kommen. Folgt dem Weg nach Westen zu einem weiteren Ast mit einer weißen Blume. Springt darauf und verwendet den Ring. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Genau, und hier können wir erneut den Ring verwenden und den Stein zertrümmern. Und der Fisch transportiert es dann hierher, ne?
Zurückfliegen, springen vom Ast runter, gehen nach Osten, einen zweiten Baumstamm nach unten und weiter nach Osten. Wir küssen einen weiteren Baumstoff mit rosa Blume. Baum fallen lassen, geht am besten im Süden, weiter nach unten, Schmetterling mit einer rosa Blume. Da sollen ein paar Tiere runterfallen, die der große Fisch im Wasser sofort frisst, genau. Also jetzt das dumme Rätsel hier wieder durchexerzieren. So, dann hole ich Obi erstmal wieder in den Vordergrund. Ja, diesmal werde ich es nicht vermasseln, ist klar. Und hinab. So, dann hier wieder rüber. Nee, gar nicht. Erstmal da hoch. Da muss ich mich mal kurz am Auge kratzen. Ach, seid ihr auch so entertained von dem Rätsel? Hm. Was ist los, Lloyd? Denkst du immer noch über die Blumen nach? Dirk hat bestimmt nichts damit zu tun. Ja, ich denke, du hast recht. Hm, was? Wenn dir etwas Kopfzerbrechen bereitet, dann überlass es einfach mir. Oh, schon wieder. Also gut, hier ist meine Frage. Ich denke über die Beziehung zwischen diesen Blumen und den Tieren nach. Ach, das ist doch ganz einfach. Tiere werden auch von Schönheit angezogen. Schönheiten wie mir, wisst ihr? Aha. Also bitte. Absurd. Autsch, ich bin echt arm dran. Ach ja, Zalos ist der Lloyd aus Death Eala. Fliepsch, fliepsch, fliepsch. Hier ist es schön. Ja, das ist es wirklich. Etwas so Schönes bewegt die Herzen derer, die es wahrnehmen. Sei es, dass es die Natur ist, ein Lied oder näher jemandes Herz. Hm, du bist ein Poet, was, Regal? Ich frage mich, ob mein Herz auch bewegt ist. Präsier.
Habe ich wirklich meinen eigenen Willen? Sind die Worte, die ich spreche, wirklich meine eigenen? Nur man selbst kann wirklich wissen, was man denkt. Prisea, du. Es ist ja ganz schön und so, aber es ist nur Wasser, oder? Wenn es gut schmeckt, wäre das etwas anderes. Wollt ihr mal probieren? Oh, das ist ja köstlich. Prisea, das musst du probieren. Okay. Oh, er schmeckt gut. Nicht wahr? Und ist das nicht schon genug? Du hast recht. Ich finde es schön, dass ihr für Zellos jetzt eine Stimme gefunden habt, die mich nicht halb tötet. So, und jetzt kommst du her und gibst mir die Ist-mir-übel-Frucht. Das hat aber gedauert. Scheiße, ich habe gerade nicht hingesehen und weiß jetzt nicht, wo er die dumme Frucht hingebracht hat. Ah, hier. Und natürlich muss ich nochmal auf dem Seerosenblatt steigen. Ihm hier Frucht gefunden. Wuhu! Das hat jetzt so viel Spaß gemacht. Nein. Ah, doch. Muss hier runter, dann hier hinten rum. Ach, weil der Level-Designer auch mit dem Kopf gegen die Wand geprügelt wurde anscheinend. Erstmal speichern. Ich habe echt so gar keinen Bock mehr auf diesen Scheißwald. Hier, dies ist die Emir-Frucht, wie versprochen. Bring sie deiner Mutter. Vielen Dank. Sie sagen, Menschen seien rücksichtslos, aber ihr seid anders. Vielen, vielen Dank. Hier, das ist für euch. Metal Sphere. Verborgene Stadt der Elfen. Heimdall. Ich sehe einen Shop. Oh Gott, Kratos. Ihr habt es also bisher geschafft. Was? Du weißt also, wie Colette geheilt werden kann? Und wenn ich es wüsste... Warum hilfst du uns? Warum gibst du uns Tipps, wie wir sie retten können? Und woher wusstest du, dass Colettes Engeltoxikose dieselbe Krankheit ist, die einer der Gefährten des Helden Mythos hatte? Und was hast du zu erreichen, indem du das fragst? Naja. Die Zeit ist knapp. Beeilt euch. Dies ist die Stadt der Elfen. Halbelfen haben keinen Zutritt. Wie bitte? Es ist eine Schutzmaßnahme gegen jene, die unsere Stadt ins Unglück gestürzt haben. Wenn ihr das nicht akzeptiert, dürft auch ihr Menschen nicht eintreten. Leute. Wir warten hier. Wir überlassen alles weitere dir. Na gut. Rassisten. Mythos, den Helden zu erwähnen, ist in dieser Stadt tabu. Wieso? Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Befolgt einfach die Anweisung. Jawohl. Snobs. Ich habe behauptet, ein Baute zu sein, um den Ork zu können. Aber ihre Gesetze und Sitten sind viel strenger, als ich dachte. Oh, ich dachte, das hier ist, naja, gut. Willkommen im Waffengeschäft von Heimdall. Wir bieten auch Anpassungsdienst an. Nymphenträne brauche ich. Zerstörer. Macht des Kristalls. Reflekt. Sonnenpanzer. Draupnir. Eine magische Rüstung. Ui. Zerstörer. Und ein Harband. Macht des Kristalls. Was ist Draupnir? Magischer Armreif. Ermöglicht dem Träger, das Böse zu besiegen. Das Böse!
So. Ja, jetzt habe ich nicht mal mehr Mithril. Okay. Zeughaus Zwielicht. Polarlicht. Ah, das ist Janice. Runenstab habe ich. Das weiß ich. Jaxa. Gladius hat er. Und der Rüstungsladen. Runenrobe. Scheiße, ich weiß nicht, was Janice und Rain tragen. Runenhut. Runenreif, Runenschild, Runenhandschuhe. Dann gehe ich mal kurz raus. Da seid ihr wieder. Verlasst ihr den Ort? Ja. Ausrüstung. Rain. Okay, die hat eine Runenrobe. Und Janice hat ein Runengewand. Dann warten wir hier. So, dann gehe ich nochmal in den Rüstungsladen und gucke nochmal, ob ich alles soweit habe, wie ich es brauche. Ja, sieht gut aus. Und was hast du noch zu sagen? Sie haben eine gute Auswahl an leichter und starker Rüstung für Magiebenutzer. Jo, ne? So sieht's aus. So, wo haben wir hier ein Inn? Ein Inn wäre echt cool. Ah, wobei, ich gehe einfach mal schnell hier raus. Ja, wir verlassen den Ort. Gehen zwei Schritte runter zum Speicherpunkt und dann... Nein, nicht abkürzen. Ich will nur zum Speicherpunkt. Und dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ah, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.